Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Superfatih und wir spielen zusammen Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind jetzt in der Bergwerke gewesen, haben Odin erstmal ausgehorcht und haben unser nächstes Ziel gekriegt. Währenddessen habe ich nochmal ein bisschen was aufgelevelt. Wir hatten nämlich noch wieder ein paar Points, die wir verwenden konnten. Und die habe ich mal in Heilung gesteckt. Wie ihr oben links seht, haben wir jetzt zwei Pluszeichen da. Das bedeutet, wir können noch mehr grüne, rote Kräuter nehmen. Damit wir uns schnell unterwegs heilen können. Sicher noch nützlich sein. Ja, langsam wird das nämlich wichtig. Weil die Gegner werden halt schwerer, finde ich. Anfangs war das voll leicht. Jetzt mittlerweile. Erend, er steckt in der Klemme. Er steckt in der Klemme. So, wo ist der nächste? Da. Oh, keine Munition mehr. Junge, Junge. So, wie kriege ich die denn platt? Von oben. Boom. Den ersten haben wir. So. Ja, ich komme. Erst will ich mein Loot hier einsammeln. Komm jetzt, worauf wartest du? Hey, nicht so frech, verdammt. Willst du nicht reden? Was Doch. Du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm, aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst, das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Und was ist dann ein unnormaler Tag? Können wir loslegen? So, muss ich mir Sorgen um dich machen. Was ist deiner Schwester zugestoßen? So. Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein. Ich hatte zu viel getrunken. Vielleicht dachte sie, verdammt, ich weiß es nicht, dass ich es nicht packe. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schattenkaja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Die Schattenkaja sind Tiere. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es tut mir so leid, Erend. Ja. Tja, wenn ich diese Schufte finde, wird es ihnen auch leid tun. Immer ganz ruhig bleiben. So, muss ich mir Sorgen um die Schattenkaja. Nee, ja, lass uns weiter. Zeig mir Rederei. Viel und ich versuche dir zu helfen. Dann komm, folge mir. Ja, ich will mal mein Loot noch mitnehmen. Ne? Junge, Junge, Junge. Hab ich den auch platt gemacht? So, warte, warte, warte. Nicht so schnell. Hier ist nämlich noch was Grünes. Grün und Blau ist immer gut. So, zwei Sachen noch. So, jetzt können wir mit ihm weggehen. Das ist, glaube ich, noch was Rotes. Nee, nicht. Was wollte Ersa bloß hier draußen? Ich weiß nicht.
Das aber. Das gibt keinen Sinn. Ist das Schatten-Kaja-Gebiet? Nein, sie brachen die Waffenruhe sofort, als sie in die Luft kamen. Schöner Fluss. Eigentlich könnte hier ein Flussgebiet ein bisschen mehr wachsen, oder nicht? Sind wir noch also alles trübe, grau, beige. Hier ist es. Hier war der Überfall. Unsere Soldaten haben alles abgesucht, aber vielleicht findet dein Artefakt noch einen Hinweis. Bitte. Ja, mal gucken. Gucken wir mal. Ich muss diese Mistkerle finden. Gezogen. Wurde hier jemand weggezerrt? Hast du was entdeckt? Das Blut formt eine Linie, als ob es von etwas heruntergetropft wäre, wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkaja das tun? Im Moment bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkaja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein. Tja, die Spuren werden es zeigen. Ja, es muss so sein, es muss so. Es muss, richtig? So, gehen wir markieren. Und dann können wir hier hinterher. Da ist noch was Rotes. Auch. Im Zickzack. Im Zickzack laufe ich hier. Und wir haben einen dritten grünen Ball. Cool. Ja, wer weiß, was wir nachher noch für Gegner kriegen, die uns so zusetzen. Da ist jede Heilung willkommen, ne? Dann waren das gar nicht die Kaja, dann waren das andere welche, ne? Oh, das war ein Schritt zu weit. Wo ist er denn? Achso, er läuft mir hinterher. Gut. Sie wollten Ersa tot sehen. Aber warum dieser Aufwand? Da steckt mehr dahinter. Und wir finden es heraus. Wollte ich gerade sagen. Dann sollen wir irgendwas anderes nicht sehen. Oh, was haben wir hier denn? Da ist was Violettes. Was haben wir denn? Haben wir hier? Da ist was. Da haben wir Vorratskiste. Okay. Das nehme ich direkt mal mit. Was haben wir da? Ein altes Gefäß. Top. Okay. Oh, da ist einer. Das sind keine Schattenkaja. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Na? Verdammt. Hey, wieso können die denn so viel ab? Yep. Hey, das ist nicht. So, jetzt aber. Den neuen fertig machen. Oh, was ist das? Ich glaube, es ruft Maschinen her. Halt dich bereit. Oh, so eine. Oh. Da läuft er. Oh, 500, das war gut. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. So, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber... Katastrophe. Yeah.
Dicke, fette Wurstfinger, verflucht. Osheram, keine Schatten, Karja. Ich lag wohl mit allem völlig falsch. Wie immer. Bitte, benutz dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Schon dabei. Einmal ganz ruhig bleiben. Wir kriegen das schon raus. So, aber ich will erst meinen Loot holen. Das ist wichtig. Da haben wir noch ein bisschen Heilung. Hier ist alles voll. Ja, wenn man die richtigen Stellen bei den Gegnern trifft, dann macht man ordentlich Schaden, ne? Das ist ein Verwüsterherz. Ich glaube, dann können wir nämlich auch hier die dicke so viel Blut. Blutflecken. Gucken wir mal nach. Können wir da was machen? Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Okay. Das war jetzt nichts. Da ist noch was. Das sieht nach Waffen der Garde aus. Es ist kein Blut daran. Garsas Männer haben sich nicht gewehrt. Ja, wenn du nicht weißt, dass das... Oh, da, was ist da denn? Oh, das ist wieder so ein fettes Ding hier. Okay. Gut, das brauchte ich. Okay, was haben wir hier denn noch? Da hatten wir die Waffen. Diese Felsen wurden zerschmettert. Die Felsen. Und ich hier den Haar hier. Was hat diese Steine getroffen? Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Nee, okay. Dann war hier, glaube ich, noch was. Da, was haben wir hier denn? Da haben wir Blut. Was sind das für Lederriemen? Riemen einer Rüstung. Mit einem Messer durchtrennt und ein Stein mit Blut daran. Ja. Jetzt haben wir es alle. Da war Blutflecken. Da haben wir die Felsen. Und da oben ist noch was. Gehen wir mal gucken. Hier können wir nämlich hoch. Achso, da ist eine Kiste. Hier ist auch nichts mehr. Nee. Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren. Da, bei dem Stativ. Eine verbrauchte Energiezelle. Irgendwas war hier an Hinterhalt, wa? So, da haben wir Lederstücke. Da haben wir Blutflecken. Das sind die zerschmetterten Felsen. Die Waffen. Okay, was haben wir hier sonst noch? Da ist nichts. Aber da kann ich noch hoch. Oh, von den Toten kann ich den Loot noch mitnehmen. Genau. Das ist ja nicht verkehrt. Waren hier nicht zwei? Da gehe ich hier oben auch mal gucken. So, was haben wir hier oben noch? Da haben wir noch was. Vorratskiste, okay. Da, die holen wir uns noch schnell. Wächter. Alte Trümmer. Vielleicht ist da noch ein Sammelobjekt drin. Nee. Nur eine alte Uhr. Okay, dann gucke ich mal, ob ich die
mit ihnen reden kann. Das ist Ersas Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Ich glaube, die Osaram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen. Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderem. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Dann lebt die noch, wa? Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht... Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst. Mach ich. Aber ich muss noch woanders hin. So, dann haben wir hier Detektiv Aloy. Hat alles klipp und klar gesehen. So, sind wir hier auf dem Plateau oder wo sind wir hier? Wir müssen hier wieder runter, wa? Oh, da hinten müssen wir noch ganz hin. Junge, Junge, Junge. Okay, dann laufen wir mal wieder zurück und da runter. Ja, Level 22 bin ich schon, sehe ich gerade. Und ging eigentlich rucki zucki, ne? So, dann gucken. Mache ich noch ein paar Munition hinterher. Ja, was staube ich jetzt im Moment? Es reibt ein bisschen. Es reibt ein bisschen. Ja, da haben die eine neue Schallwaffe, wa? Das haben wir herausgekriegt. Was macht sie? Was macht sie? Das Blöde ist, kann man nicht so weit sehen, ne? Da ist noch wieder ein Panzerwanderer. Ich muss den Sturm überstehen. Ja, wir müssen den Sturm überstehen. So schlimm finde ich den jetzt ja gar nicht. Gut, haben wir jetzt... Oh, ist das hier wieder... Mal gucken, ob ich da... Nicht, dass da gleich wieder ein Wurm kommt. Drei Stück sind da. Krieg ich die? So, erstmal. Oh Gott, das war wieder. So. Ein Schuss. Warum denn nicht immer so? So, komm her hier.
Guckt euch das an. Ein Schuss. Warum nicht immer so? Gut. 4 Schuss. 4 Tote. Medizinbeutel. Jetzt haben wir einen Medizinbeutel voll. Dann haben wir jetzt dreimal volle Energie oder nahezu volle Energie. So, wie viel Holz habe ich denn? An 900. Da brauche ich noch nichts wieder einsammeln. Meine Position ist aufgeflogen. Was? Oh, Scheiße. Da ist ein Wurm. Kann er hier hoch? So, dann können wir den, glaube ich, mal richtig scannen da. Da sind 2 Stück. Schwäche. Oh ne, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Haut ab, ey. Haut ab. Kommen die einen hinterher? Nee. Die bleiben da. Das ist gut. Mann, ich laufe da immer ins Feuer rein, verdammt. Oh, das war auch nicht schlecht. Auch gleich alle. Oh, Kacke. Was haben wir da denn für welche? Trampler. Ja, das sind die fetten Bisons, ne? Bleib weg. Ich will nur mein Loot haben und dann bin ich auch schon wieder weg. Sie ziehen ab. So, bloß weg hier. 900 Meter haben wir noch. Ach, dahin müssen wir. Oh, Scheiße. Da müssen wir ja durch. Oh, oh. Da sind noch diese scheiß Straußvögel. Da ist auch noch ein Straußvogel. Verdammt nochmal. Alles voll hier. Der Gegner hat mich im Visier. Scheißdreck hat der Gegner. Oh Gott. Das hier. So. Und andere haben das nicht gesehen? Gut. Top. Sagt, er hätte ein Bild einer mir ähnelnden Frau auf einem alten Gerät entdeckt. Wenn sie meine Mutter ist, warum gibt es dann hier draußen Spuren von ihr, so weit vom Noraland entfernt? Ich verstehe das nicht. Ja, Fragen über Fragen. Ist Elizabeth Sobeck. Hey, wer bist du denn jetzt schon wieder? Spionierst durch meinen Fokus. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eclipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Okay. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Das ist ja nett von dir. Okay. Map. Was haben wir hier denn? Oh, das ist noch so weit. Da ist einmal was. Und da, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder einen Cut. Ich laufe da eben vor. Das ist auch ein übelst langer Weg. Dann braucht ihr da nicht mit. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt mich schon in die Kommentare. Ich würde mich drüber freuen. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.